Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Zapunzels Orakel. Ich möchte heute einen Blick hinter die Kulissen werfen. Warum? Weil mir zu Ohren gekommen ist, dass so einige Ottos das Weihnachtsfest nicht so ganz in Friede, Freude, Eierkuchen und Harmonie überstanden haben. Wollen wir mal schauen, was da genau so los ist. Du schaust für dich, ob du mit der Legung in Resonanz gehst. Es gibt auch einige aus dem Kollektiv, die hatten Weihnachten nicht wirklich so ein sehr harmonisches Fest. Eigentlich ist das schade, aber ja, man darf auch immer wieder im Hinterkopf behalten, dass jeder Tag so ein bisschen Weihnachten, Geburtstag, Ostern und Auferstehung in einem ist. Es kommt immer darauf an, wie man sich sein Leben gestalten möchte und was man daraus macht. Wir fangen jetzt mal an und ich werfe jetzt den Blick auf den Otto, aber indem ich das tue, kann es auch gut sein, dass ich eine Legung komplett auf dich mache. Du schaust, was für dich da mitnehmen möchtest und kannst und mach dir nichts passend, was nicht zu dir gehört. Hätte gerne eine Überschrift. Was war denn los jetzt über die Feiertage? Otto, wie geht's dir? Was ist dein Thema? Otto ist, ne, dein Schnuckiputzi. Der Name wurde irgendwann auserwählt, weil er sich, weil es halt so ein schöner Spiegelname ist und da eure Seelen sehr miteinander verbunden sind, spiegelt ihr euch auch häufig. Deshalb reicht es auch in diesem Moment, einfach mal die Legung auf ihn zu machen. Otto hat Zweifel. Selbstzweifel. Was steht drauf? Ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid wissen zu müssen. Naja, vielleicht hat er mitbekommen, dass einige von euch sich ein schönes Fest gestaltet haben, die Zeit gefeiert haben, wenig Gedanken an den Otto transportiert haben. Es ist ja häufig so, wenn man sich dann mal ablenkt, dann ist die Energie ja in der Regel nicht unbedingt beim Otto, wenn man denn schon eine Weile miteinander unterwegs ist. Und es könnte jetzt sein, dass der Otto da mal wieder sein Kopfkino gefahren hat und in ihm ja diese alten Zweifel an die Oberfläche gekommen sind. Manche Dinge scheinen immer wieder und immer wieder zu passieren, so lange, bis es dann mal gut ist. Ich hätte da gerne noch eine zweite Überschrift drüber. Über was muss er denn genau Bescheid gewusst haben? Ja, es geht darum, ins Vertrauen zu gehen. Dazu muss er sich vertrauen, dir vertrauen. Ansonsten geht es halt einfach nicht vorwärts mit euch beiden. Vielleicht ist ihm das aber auch ein Stück weit bewusst geworden. Ja, geht um die Intentionalität. Entscheide klar, was du möchtest, damit es zu dir kommen kann. Das gilt noch für viele im Kollektiv. Das gilt auch für viele Ottos noch. Ich habe im Mitgliederbereich eine Gegenüberstellung gemacht. Da war es ein bisschen anders. Er darf lernen, wirklich sich mal zu überlegen, was er echt möchte in seinem Leben. Möchte er die Bedürfnisse von Hinz, Kunz, Schmitz und Müller bedienen? Möchte er seine eigenen Bedürfnisse endlich mal erfüllt wissen? Ja, dafür muss er einfach, ne, seinen Blick auf ein gewisses Ziel ausrichten. Ob er da jetzt gerade bei ist oder nicht, das werden mir die späteren Karten verraten. Auf jeden Fall ist das ein Thema, was ihn beschäftigt. Das heißt, es ist ja schon irgendwo im Bewusstsein. Was fehlt denn seinem inneren Kind zurzeit noch? Ich halte mich heute mal ein bisschen kurz. Ordnung. Ordnung fehlt ihm. Wir haben auch mal wieder das rosa Kärtchen. Das heißt, er braucht mal wieder so ein bisschen mehr männliche Energie. Was auch immer geschieht, es erhält meinen Segen. Etwas zu segnen bedeutet nicht nur, damit einverstanden zu sein, sondern es auch allumfassend zu bejahen. Damit ich das kann, muss ich nicht unbedingt mit allem einverstanden sein, sondern einfach erkennen, dass absolut alles in Ordnung ist. Meine Lebensumstände entsprechen mir. Ich bin meines Glückes Schmied und füge mich in die Ordnung ein, die mir mein inneres Kind zeigt. Ja, und manche Ottos sind halt ein bisschen chaotisch, wissen aber, dass so normale Menschen mit diesem Chaos nicht unbedingt klarkommen. Kann auch sein, dass seine Mama immer gesagt hat, so chaotisch wie du bist, ich will keine Frau, und da sitzt dann auch wieder tief.
Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, er ist dabei, das Chaos in seinem Kopf ein bisschen aufzuräumen, weil ich hatte die letzten Tage schon das Empfinden, dass es da mal wieder so ein bisschen durchs Karussell gegangen ist, hier, ne? Gehirntechnisch. Und vielleicht ist er gerade dabei, Ordnung zu schaffen in seinen Gedanken. Dass er gerne mal in den Widerstand geht, wenn es Situationen gibt, die ihm grundsätzlich nicht behagen. Das muss noch nicht mal mit dir zu tun haben. Das wissen alle, die den Otto gut kennen. Ja, und dann braucht er immer eine gewisse Zeit, um da wieder für sich eine Ordnung reinzubringen, dass es seinem System nicht schadet, die Energien, die andere Menschen in seine Richtung transportiert haben, meine ich jetzt. Ich möchte aber auch wissen, was sagt er dir denn von Herz zu Herz? Welche Energie ist er dir gegenüber gerade? Zögerlich. Mal abwarten, wir wissen es noch nicht. Nichts überstürzen, lass mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe mich jetzt über die Tage nicht so viel bei ihr gemeldet. Dann muss ich mal gucken, nicht, dass sie doch sauer ist. Tasten wir uns mal ran über die leidenschaftliche Ebene, über die Sexualität. Da kann sie selten Nein sagen, weil da weiß ich, da sind wir so verbunden. Da wird sie schnell mal schwach. Na, könnte sein, dass sowas in der Art heute auf dich zukommt. Dann weißt du schon mal Bescheid. In welcher Energie steckt da sonst in Bezug auf dich? Er möchte hier Ballons reinbringen. Wir haben die sechs Münzen. Er möchte dir was schenken. Er möchte nicht nur beschenkt werden von dir, er möchte dir auch was zurückgeben. Er ist ja auch ein Mensch, der großzügig sein kann und auch hilfsbereit ist. Er hat auch gelernt, an deiner Seite Hilfe anzunehmen. Und das hat ihn in der Art unterstützt, als dass er mehr Freiraum hatte zu wachsen. Er arbeitet daran, dass Geben und Nehmen in den Einklang kommt. Und das dauert eben, deshalb abwarten. Trotzdem wartet mal ab, was diese Woche noch so alles passieren möchte. Es ist alles noch nicht so richtig spruchreif und trotzdem ist gewaltig was dabei, sich zu verändern. Ich habe das in den Fingerspitzen, ich kann es nicht ändern, fühle das. Und wir gucken jetzt mal, was so durch seine Gedanken rutschelt. Krabbel am Boden fast. Ich habe es aber gerade nur abgewehrt. Ah, guck an. Ich zeige es euch gleich. Als erstes ist hier die Sonne rausgehüpft und darauf folgen folgende Karten. Der Ring, die Lilien, der Sarg. Das ist in seinen Gedanken, ich muss das so rumhalten, weil die Kamera nimmt verkehrt rum auf, ist egal, ich erzähle ja was dazu. Ihm ist das schon bewusst, ne, dass mit euch beiden das was ist, was eine wahnsinnige Leuchtkraft hat, dass es eine alte Verbindung ist, ist ihm auch bewusst und dass die Leidenschaft und die Sexualität zwischen euch auch eine ganz besondere Geschichte ist. Das weiß er alles, fehlt ihm aber. Er hat so das Empfinden. Er hat da jetzt sich verzettelt und auf eine gute Zeit verzichtet. Er ist dabei, Altes loszulassen, damit er Platz für Neues schaffen kann. Denn was er sich wünscht in seinem Leben, ist erstmal, dass dieser alte Zyklus hier beendet wird und was Neues starten darf. Was Lichtvolles starten darf. Irgendetwas, was ihn sehr erfüllt. Sein Herz. Ich kläre den Sarg aber noch. Vielleicht habe ich gerade was übersehen. Geht in die Heilung. Ich nehme die Schlange hier als Heilungsenergie wahr. Was haben wir mit dem Sarg? Was geht in den Verlust? Die schlechten Zeiten, der Misserfolg, da hat er keinen Bock mehr drauf. Ne? Das muss Weihnachten mal wieder irgendwo ein Slapstick gewesen sein. Hat er sich mit Leuten aus der Familie vielleicht umgeben oder mit Menschen, wo er so eine Verpflichtung zu hatte
Und es war nichts. Und er hat da keine Lust mehr drauf, seine Zeit in der Art und Weise zu verbringen, dass er in der Zeit keine gute Zeit hat. Er möchte langsam Fülle. Und auf der Herzebene sehen wir, ne, das mit den Erwartungen, das geht hier scheinbar in die Heilung. Ich kläre es aber noch ab. Er hatte häufig so Momente im Leben, wo der dir als Außenstehender auch schon mal gedacht hat, was denn jetzt schon wieder, ja, hier seine falschen Freunde. Dieses Thema guckt er sich gerade auf Herzensebene absolut extremst nochmal an. Und er merkt, dass die Sehnsucht in deine Richtung riesengroß ist. Und er merkt vielleicht auch selber, wie langsam er sich vorwärts entwickelt. Aber er entwickelt sich ja immerhin vorwärts. Seine nächsten Schritte. Hier wird was unter die Lupe genommen. Er nimmt einen genaueren Blick auf seine Gesamtsituation und ja, gründelt nochmal in seinen tiefen Gefühlen. Und jetzt kannst du dich auf was gefasst machen, denn als letztes liegt hier die Sense, die haut auch nichts rein. Hier wird ganz plötzlich irgendeine Entscheidung getroffen von seiner Seite, die zumindest Glücksmomente ans Tageslicht bringen, weil Otto eben wieder in seine Kraft kommt und sein altes Wissen einsetzt. Das ist ja schon mal schön. Ja, und diese Schwierigkeiten hier hinter sich lässt, muss man noch was über ihn wissen. Was können wir denn, ja doch, wir müssen noch was über ihn wissen. Wie ist er denn sonst noch so drauf? Welcher Heilstein würde ihn zurzeit unterstützen? Das ist wieder der Rubbellit. Ne, heute ist der Azurit. Den habe ich hier, den lege ich jetzt gleich auf dieses Kärtchen. Tiefgehende emotionale Heilung. Dein Herz ist bereit, von vergangenen Erfahrungen geheilt zu werden. Ja, wahrscheinlich musste der genau aus dem Grund nochmal in so einen falschen Dunstkreis geraten, damit ihm das einfach mal ein für alle Mal bewusst wird. Und du bist gewillt, Zeit und Energie in eine therapeutische Behandlung zu investieren. Tja, therapeutische Behandlung, man kann sich ja selber in manchen Fällen therapeutisch behandeln, wenn man in der Lage ist, sich gut zu reflektieren und sich die richtigen Leute an die Seite stellt, die einen da unter Umständen unterstützen. Aber ich sehe das hier ein bisschen anders, diese therapeutische Behandlung. Ne? Man ist auch selber, wie gesagt, sein bester Therapeut. Er beginnt sich da zu heilen und das erst nicht seit gestern. Da scheint jetzt noch mal so ein durchschlagender Erfolg stattzufinden oder so ein Anschubs gekommen zu sein. Nehmen wir die Engeltherapiekarten mit. Die können vielleicht auch noch irgendwas erzählen über ihn. Übrigens ist Liebe der beste Heiler. Schütze dich vor harschen und angstbasierten Energien, indem du einen Kokon heilenden Lichts visualisierst, der dich umgibt. Also der ist nochmal kräftig auf die Nase geflogen in manchen Fällen. Wenn du davon so nichts mitbekommen hast, da kannst du dich in dem Moment vielleicht sogar glücklich schätzen, wenn du eine schöne Zeit hattest. Und wir nehmen zum Abschluss jetzt noch eine Ritualkarte mit vom schamanischen. Wie nannte sich das? Magischen Hexenorakel. Da sind manchmal ganz nette Dinge aufgezeigt, da heute Portaltag ist. Nutzt es, wenn er möchte und Bock drauf habt. Und das Empfinden, es könnte den Otto und dich hier auf eine Art und Weise unterstützen. Und hier haben wir Folgendes: Salbei. Jo, Salbei haben wir eine Menge hier. Ich könnte es auch mal eben irgendwie zum Qualmen bringen. Salbei ist eine beliebte und weit verbreitete Räucher- und Heilpflanze. Er wirkt vor allem reinigend und schützend und wird deshalb oft vor Ritualen und wird deshalb oft vor Ritualen geräuchert, um die Atmosphäre zu klären. Und in Läden findet man oft den sogenannten weißen Salbei. Er kommt aus Amerika, unterscheidet sich aber kaum vom heimischen Salbei. Lediglich der Geruch ist etwas intensiver. Ja, und man mag es oder man mag es nicht. Ich finde, da gibt es leckerere Dinger. Aber gut, wir machen den jetzt mal an, weil es auf dieser Karte steht. Die Botschaft des Salbeis an dich ist die der Reinigung. Das will ja nicht brennen.
Lass den Rauch bewusst deinen Körper umspielen und stell dir dabei vor, wie er alles Negative von dir wegträgt. Ich bin ja mittlerweile der Meinung, wenn man das im Geiste sich vorstellt, dann reicht das auch schon. Aber manchmal braucht man so zum Visualisieren halt eben, ne? Hier, Salbei Adulmai. Ich löse mich von alten Lasten und gehe meinen Weg gereinigt und gestärkt weiter. Hier kommt ein bisschen Salbei, auch für euch. Karten reinigen schadet auch nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen zweiten Weihnachtsabend. Lasst es euch gut gehen. Ich kriege jetzt gleich wieder eins aufs Dach, weil ich hier die Hütte halt jetzt. Naja, ist egal. Ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen. Danke fürs Zugucken und bleibt mir vor allen Dingen gesund. Ja, schau mal, wie es mit dir und Otto weitergeht. Am besten ist, optimistisch bleiben und sein Leben so gut wie möglich gestalten. Allen Impulsen folgen, die da so in einem wüten. Da kannst du schon nichts falsch machen. Ja, ich bedanke mich und gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann.